Okay, fangen wir an. Ja, wie Sie es vielleicht schon hören können, ich bin ziemlich verschnupft. Keine Ahnung, wo es genau hergekommen ist. Entweder aus dem Zug oder der S-Bahn oder aus dem Kindergarten oder aus der Schule. Ja, das heißt, ich werde wahrscheinlich heute nicht so viel machen, wie ich eigentlich vorhatte, damit ich meine Stimme schonen kann und die Woche irgendwie überstehen. Und das heißt auch, dass wir heute noch nicht mit dem Coase-Theorem anfangen, sondern einfach nochmal eine kleine Wiederholung und Erweiterung von dem Thema marginalen Effekten machen. Ich glaube, es kann ganz nützlich sein für Sie, dass wir jetzt das Thema nochmal ein bisschen wiederholen. Es ist relativ schwer, ich gebe es zu. Aber es ist ziemlich wichtig, dass Sie es verstehen. Deswegen werden wir heute nur das Thema marginale Effekte nochmal aufrollen. Die Beispiele von letzter Woche nochmal ein bisschen ausführlicher uns anschauen. Mit einer Grafik zu jedem Beispiel. Und fangen dann nächste Woche erst mit Coase-Theorem an. Aber das heißt ja nicht, dass, wenn Sie jetzt am Wochenende schon ein bisschen in dem Artikel geschmökert haben, das ist ja nicht umsonst gewesen. Ne? Das ist ja immer noch relevant, bloß fangen wir erst nächste Woche damit an. So. Dann steigen wir ein. Heute für die. Ich denke. Was die Literatur angeht, können wir bei diesen Reference Guides für amerikanische Richter übergehen zu dem zweiten. Der zweite Guide befasst sich ausschließlich mit dem Thema von Regressionsanalysen. Ja, ich habe hier Seitenzahlen angegeben, insbesondere ist der Appendix für Sie relevant, aber wenn Sie Zeit haben, lesen Sie ruhig alles. Es ist sehr verständlich geschrieben und gut erklärt und fasst eigentlich nochmal mit vielen Beispielen alles zusammen, was wir bis jetzt gemacht haben. Aber auch sehr knapp, ne? Genau, und als zweite Quelle habe ich ihn angegeben aus dem Lehrbuch von Wooldridge, aus dem Ökonometrie-Lehrbuch, zwei Stellen, zwei Unterkapitel, wo es um die funktionale Form von Regressionen geht, und das ist eben relevant. Das ist eben ja, relevant, wenn wir uns hier unterschiedliche Fälle von marginalen Effekten anschauen. Ja, das Buch haben Sie noch nicht. Ich lade Ihnen das heute auch noch hoch. Dann müssen Sie nicht alle in die Bibliothek rennen und sich das Kapitel rauszukopieren. Entschuldigung. Okay, fangen wir an. Ja, ich hatte ganz am Ende der Vorlesung letzte Woche das Thema marginale Effekte aufgerollt und und Ihnen gezeigt, wie es im Standardfall und bei Interaktionen aussieht mit marginalen Effekten. Aber ich hatte das Gefühl, es war insgesamt ein bisschen zu schnell und ein bisschen zu kurz eingeführt dafür, wie wichtig das ist. Und deswegen wiederholen wir das heute nochmal. Ja. Folienüberschrift hier ist Marginaleffekt versus geschätzter Koeffizient. Was hat es damit auf sich? Aus ökonomischer Sicht, aus Forschungssicht interessieren wir uns immer für marginale Effekte. Ne? Wenn mich interessiert die Frage, wenn ich x, also die unabhängige Variable, um ein bisschen verändere, was passiert dann mit y? Oder ein bisschen angewandter, wenn ich meine Politikmaßnahme um ein bisschen verändere, was passiert dann mit der erklärten Variable, der abhängigen Variable? Vielleicht noch angewandter, wenn ich Ausgaben für Kindergartenplätze um 1 Euro verändere, was passiert dann mit dem durchschnittlichen Leseniveau in der ersten Klasse? Ja, das könnte zum Beispiel eine Frage sein. Wenn ich x ein bisschen verändere, was passiert dann mit y?
erhöht sich, wenn ich x erhöhe, erhöht sich y dann auch oder sinkt es oder passiert gar nichts. Und im einfachsten Fall der Schätzung mit OLS sind der geschätzte Koeffizient für eine Variable und der marginale Effekt einer Änderung in dieser Variable genau das gleiche. Und sobald wir das einfache Modell aber ein wenig erweitern, sehen wir, dass der Koeffizient und der marginale Effekt nicht mehr das gleiche sind. Okay, meine Stimme ist jetzt schon fast weg. Schauen wir uns nochmal den Standardfall an. Hier haben wir eine Schätzung, Gehalt in Abhängigkeit von Bildungsjahren, Arbeitserfahrung und Geschlecht. Und uns interessiert jetzt der marginale Effekt der Bildung. Die Frage ist also, wenn ich Bildung um ein bisschen verändere, was passiert dann mit meinem Gehalt? Und den marginalen Effekt in so einer Gleichung, den berechnen wir über die partielle Ableitung der abhängigen Variable nach der unabhängigen Variable. Und weil das hier eine ganz einfache lineare Form ist, bleibt dann einfach nur noch Beta übrig. Ich hoffe, Sie wissen noch, wie die Ableitungsregeln da lauten. 10., 11. Klasse war das. Genau, ne? Nur zur Sicherheit. Hier oben bei Bildungsjahren steht ja versteckt eine 1, ne? Also da steht ja eigentlich Bildungsjahre hoch 1. Und wenn ich das jetzt ableite, dann kommt diese 1 runter und hier oben reduziert sie sich um 1, wird also 0. Okay? Das heißt, eigentlich haben wir da stehen Beta mal 1. Oh, das x ist vielleicht ungeschickt als Malzeichen. Beta mal 1 mal Bildungsjahre hoch 0. Und alles hoch 0 gibt immer 1. Das heißt, wir haben da stehen Beta mal 1 mal 1. Und da ist es nichts anderes als Beta. Okay? Das ist der Grund, warum da Beta rauskommt. Okay, und das der marginale Effekt der Bildung in der Grafik ist natürlich auch die Steigung, die uns interessiert. Und weil wir wissen, hier im Standard-OLS-Fall haben wir eine lineare Form, das heißt, die Steigung ist immer gleich und deswegen kommt hier auch Beta raus, denn Beta ist eine geschätzte Zahl und die ist fix. Ja, Beta ist gleich fix. Das sehen wir dann in dieser Grafik. Aus dem Internetbeispiel haben wir hier den geschätzten Zusammenhang zwischen Gehalt und Entschuldigung, Bildungsjahren. Und wir sehen, die Gerade hat überall die gleiche Steigung, ne? Egal, ob wir hier gucken, bei 4, wenn ich bei 4 Bildungsjahre, Moment, hier ist 6, hier ist 5. Wenn wir hier um ein Bildungsjahr erhöhen, hat das einen Effekt von so viel Gehalt. An der anderen Stelle, 8, wenn wir da um ein Bildungsjahr erhöhen, hat das immer noch diesen Effekt auf das Gehalt. Und egal, wo, an welcher Stelle der Gerade wir uns den Effekt einer Änderung um ein Bildungsjahr angucken, ist der Effekt auf das Gehalt immer gleich. Und das ist äquivalent zu der Aussage, dass der marginale Effekt von Bildung auf Gehalt konstant ist. Konstant einer Zahl, nämlich dem geschätzten Koeffizienten Beta. Okay, und jetzt machen wir das Modell ein kleines bisschen komplizierter. Wir schauen uns jetzt an den Effekt von Arbeitserfahrung auf das Gehalt und wollen es nicht linear haben, und zwar quadriert. Und dazu fügen wir einen zweiten Term ein,
Wir haben also als ersten Term den ganz normalen linearen Term, Beta mal Erfahrung, und als zweites kommt dann Gamma mal Erfahrung Quadrat. Und was passiert dann mit dem marginalen Effekt? Naja, der marginale Effekt, das für die partielle Ableitung von Gehalt nach Erfahrung müssen wir dann jetzt jeden Term berücksichtigen, in dem Erfahrung drinsteckt. Also fangen wir mit dem ersten Term an. Das ist genauso wie eben, ne, in der. Warum sind denn da jetzt Punkt? Also der erste Term abgeleitet nach Erfahrung, da haben wir Beta. Der zweite Term abgeleitet nach Erfahrung, dann bleibt auf jeden Fall erstmal das Gamma stehen. Die 2 hier oben kommt runter und wird um 1 reduziert. Das heißt, wir haben da noch eine 1 stehen. Also Gamma bleibt stehen, das ist hier, die 2 kommt runter, das ist das hier und Erfahrung hoch 1 bleibt stehen, das ist das hier. Okay? Das heißt, wir haben jetzt als marginalen Effekt des Gehaltes nach der Erfahrung, da fehlt ein Delta, sorry. So, genau, da haben wir jetzt als marginalen Effekt der Erfahrung stehen Beta plus 2 Gamma Erfahrung. Und jetzt, das ist viel komplizierter als nur Beta, einerseits, und andererseits ist es nicht mehr konstant, ne? Denn das hier ist zwar eine konstante Zahl, das hier ist eine konstante Zahl, das hier ist auch eine konstante Zahl, das ist der geschätzte Koeffizient für den zweiten Term. Aber das hier, dieser letzte Term hier, der ist nicht konstant, denn das ist ja, das ist per Definition eine Variable. Das heißt, damit wir überhaupt einen Zahlenwert für den marginalen Effekt rausfinden, müssen wir hier hinten irgendwas einsetzen. Ja, das heißt, und das bedeutet, dass eben der marginale Effekt, die Steigung der Kurve nicht konstant sein wird, sondern abhängt davon, wie viel Arbeitserfahrung dort schon vorhanden ist. Schauen wir uns einfach das Beispiel in der Grafik an aus dem Lehrbuch. Hier wurde geschätzt als Zusammenhang, die Konstante wurde geschätzt als 3,73. Der Koeffizient von Arbeitserfahrung wurde geschätzt auf plus 0,298. Und der Koeffizient auf Erfahrung Quadrat wurde geschätzt auf minus 0,0061. Okay, und beides signifikant geschätzt. Aber das interessiert uns jetzt hier erstmal nicht. Wir nehmen erstmal an, dass immer alles signifikant ist. Und wenn man das hier eben abträgt und dann für hier unten, das hier ist Erfahrung. Expert steht für Experience. Das hier oben ist Gehalt. Und wenn wir diese wenn wir diese geschätzten Koeffizienten eben abtragen in Abhängigkeit von Erfahrung, dann ergibt sich diese Grafik. Und wir sehen eben, dass die Steigung dieser Funktion ist nicht konstant, ne? Hier am Anfang haben wir eine positive Steigung, die wird immer flacher, bis sie an einer bestimmten Stelle 0 ist und rechts davon ist die Steigung dann negativ. Das heißt, was dieses Ergebnis uns sagt, ist, der Effekt zusätzlicher Arbeitserfahrung ist positiv bis ungefähr dem 24,5. Jahr an Arbeitserfahrung und alles, was über 24,5 Jahre Arbeitserfahrung drüber hinausgeht, senkt das Gehalt eher. Okay, das wäre das Resultat in Worten. Und
Was Sie jetzt machen können zu Hause selber mit dem Taschenrechner ist, Sie können einfach mal selber einsetzen. Und um zu einfach um das hier nochmal nachzuvollziehen, ne? Setzen Sie irgendwelche Werte kleiner als 24,4 ein und Sie sehen, Sie kommen mit einem Gehalt von weniger als 7,37 raus und setzen Sie irgendwelche Werte größer als 24,4 ein und Sie kommen mit einem Gehalt weniger als 7,37 heraus. Einfach nur um ein Gefühl dafür zu bekommen. Und an jeder Stelle können Sie natürlich äquivalent in die Formel für die Steigung einsetzen. Formel für die Steigung war ja Beta plus 2 Gamma Erfahrung. Und wenn Sie dafür einsetzen, werden Sie dann eben bei 24,4 genau 0 rauskriegen. Für alles, was drunter liegt, kriegen Sie eben einen positiven Wert raus und alles, was drüber liegt, kriegen Sie einen negativen Wert raus. Okay? Ja, machen Sie das einfach mal mit dem Taschenrechner, einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, dass die Grafik hier wirklich zu tun hat mit der Formel. Okay, Webcam ist nicht eingefroren. Wunderbar. Ja. Ach so, was ich vielleicht noch dazu sagen sollte. Diese Form, wie wir sie jetzt hier sehen, mit einem Höhepunkt in der Gehaltskurve und also li links eine Positivsteigerung, rechts eine negative, die kommt dadurch zustande, dass wir für den ersten Term einen positiven Wert haben, also für den nicht quadrierten, und für den quadrierten einen negativen. Okay? Können Sie sich ganz leicht an der Formel für die Steigung deutlich machen. Wenn wir nochmal hier reingehen, ein bisschen aufräumen. Wenn wir uns hier die Formel für die Steigung anschauen, hier vorne, der Koeffizient für den ersten Term war positiv geschätzt, der Koeffizient für den zweiten Term war negativ geschätzt. Das heißt, wir haben hier zwei gegenläufige Effekte in diesem marginalen Effekt. Ja, also der erste Effekt, der erste Teil dieses Effektes ist positiv. Ne? Und der zweite Teil dieses Effektes ist negativ. Und ab einem bestimmten Punkt, ja, zuerst überwiegt eben der positive Teil und ab einem bestimmten Punkt wird der negative Teil überwiegen, denn der rechte Teil dieses marginalen Effektes wird ja immer größer, je höher Erfahrung ist. Ja? Das heißt, dieses Minus wird dann immer größer und irgendwann überwiegt der negative Effekt in dem marginalen Effekt. Okay, der quadrierte Term, ich habe es letzte Woche vielleicht schon mal gesagt, ist eine ganz gute Einführung für das Thema Interaktion. Denn ja, ein quadrierter Term ist ja nichts anderes als die Interaktion einer Variable mit sich selbst. Schauen wir uns hier jetzt das Beispiel an. Gehalt in Abhängigkeit von Geschlecht, in Abhängigkeit von Erfahrung und wir führen noch einen Interaktionsterm ein. Und vergessen nicht das R bei Erfahrung. Okay. Vielleicht sollte ich sowas nicht mehr machen. Präsentation hängt jetzt ein bisschen. Ich weiß nicht genau, warum.
Okay, wahrscheinlich ist PowerPoint abgestürzt. Okay, ich warte noch kurz, bevor ich PowerPoint schließe, denn wenn ich jetzt einfach zumache, sind die Bilder wahrscheinlich weg, die ich bis jetzt gemalt habe und nur noch auf dem Video zu sehen. Oh, sorry. Das Bildchen interessiert sie ja nicht wirklich. Okay, es hilft nichts. Ich muss es einfach zumachen. Und die Bildchen, die ich mich jetzt gemacht habe, oder die Anmerkungen, die sind dann eben weg, nur noch auf dem Video zu sehen. Wenn ich es überhaupt zumachen darf. Okay, merken. Nicht mehr während der Präsentation Formeln korrigieren.